So, willkommen zurück, Freunde. Bei Far Cry 3. Kann sein, dass ich jetzt meine Maus noch einstellen muss, weil ich die Maus alles eingestellt habe. Ach, guck mir mal. Nö, passt. Ich habe die DPI ein bisschen runter. Habe ich gemerkt, dass ich heute was gezockt habe. Irgendwas anderes. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir machen wollten. Die letzte Aufnahmesession ist schon ein bisschen wieder her. Wollten wir Rektes haben? Ich glaube nicht, da haben wir schon alle. Wir wollten, glaube ich, erstmal den Aussichtspunkt da unten machen. Glaube ich. Glaube ich. Zumindest. Ah ne, wir wollten. Ach genau, ja, genau, ja. Vater Sega-Aufgabe. Die haben wir auch noch gehabt. Ein bisschen leiser hier auf mein Headset. Denn wenn wir die haben, ja, dann haben wir alles. Sind noch zwei. Drei Stück sind es noch. Handbuch wollte ich auch mal kurz reinschauen. Haben wir noch irgendwie. Genau, Funktürme. Dann kriegen wir die neue Waffe. Ich glaube, Sturmgewehr. Wir müssen auch noch Geld sammeln. Geld sammeln. Pfad des Jägers. Es gibt 23 Stück und wir brauchen nur drei Stück noch. Das ist ja wunderschön. Wunderschön. Nur noch zwei Fahrzeuge. Jawohl. Ja, interessiert mich nicht. Übergaben brauchen wir nicht machen, Tod brauchen wir auch nicht machen, Fähigkeiten machen wir sowieso, Storyaufgaben, ich habe keine Ahnung, was das sind, ist wahrscheinlich Coop. Prüfung des Rakyat brauchen wir auch nicht mehr machen. Also wie gesagt, ich will jetzt hier nicht keine 100% machen, weil sonst würde ich das letzte Mal einfach nur in Länge ziehen. Ich will einfach erstmal alle Waffen haben. Relikte, kriegen wir irgendwo eine neue Anleitung? Ja, ja, können wir natürlich mitnehmen. Ob ich alle 120 sammle, glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Wir machen jetzt auf erstmal die drei Pfad des Jägers Aufgaben. Ach so, ich dachte, wie geht das nochmal? Es wäre natürlich cool, wenn dort steht, welche es wäre. Welche Aufgabe es wäre, aber natürlich steht es nicht dort. Da müssen wir erstmal reingehen und die annehmen. Dann steht es dort auf jeden Fall. Ja, mein Lieblingsaffen. Ja, ich gehe wieder komplett den falschen Umweg. Bären. Das sind ganz normale Bären, die brauchen wir nicht. Also Amelnaki brauchen wir nicht mehr hingehen, müssen wir uns merken. Okay, ab zu die Docks. Schiffe, hungernde Rakyat, Alter, die können selber gehen. Pfad des Jägers Aufgabe da hinten. Das ist wunderschön. Ich glaube, es ist schneller, wenn wir uns da hinporten und da fahren. Aber wir könnten doch das hier gleich mitnehmen. Das wird jetzt eine sehr schöne Folge, wird das, Ronne.
Mann, ich habe schon wieder alles vergessen. Da spielst du mal 2-3 Wochen nicht oder so. Ich glaube, eine Woche war's. Schön am Fliegen. Ja, Schaden haben wir minimal. Ja, ich komme nicht mehr durch. Die Pistole haben noch dabei. Wir kriegen halt noch viel Erfahrungspunkte von den Relikte, deswegen. Konnte man das schon immer machen? Das habe ich als allererste Mal gemacht in diesem Spiel. Sonst wäre ich jetzt runtergehüpft. Hier ist einer, der kotzt. Ich habe dich gesehen. Yeah. Okay. Nein. Er wurde angegriffen. Das kann ich nicht so lassen. Survival, Alter. Richtig geiles Survival. Tut mir leid, Schwein. Oh, du bist gar keiner von den Rakyats. Okay. So, dann begeben wir uns mal hin. Beste. Sehr schön und sehr angenehm, dass es keine Gegner mehr gibt hier. Okay, wir müssen rauf irgendwie. Dann laufen wir mal nach oben. Warte mal schnell. Mein Mikrofon ist wieder richtig am Ausrasten, ey. Ja, schraube ich wohl nicht ganz fest. Gibt es wahrscheinlich auch einen viel leichteren Weg nach oben. Bestimmt wieder so eine 0815 Bärenjagd. Hey, hey, hey. Oh, ein seltener schwarzer Panther. Ah. Natürlich mit einem Bogen. Jetzt reißen wir uns mal alle zusammen. Hey, wie geht's dir? Gut. Ja, mir geht's auch gut. Oh, ich kann ja nicht mehr durchsuchen. Was für eine Pissnelke. Mann, ich müsste echt öfter den Bogen benutzen. Mein Aiming ist mit dem Bogen voll scheiße. Ja, ey. Hey, du Tätowierter, reiß dich mal zusammen. Kannst du sagen, was du willst? Tattoofrei hat es geschafft. Jason, kein Tattoo. Harmloser Junge, hat keine Gewalt in sich. Ist er tätowiert, geht er richtig ab. Dann ist er richtig am Point. Richtig krimineller. Alter, warum leuchtet das so krass?
16 einen Fertigkeitspunkt haben wir am Start. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Machen wir mal die drei erstmal. Oh, die geht ja noch rein. Egal. Jawohl. Er wird immer noch heftiger und krimineller. Ich hoffe, da kommen keine fünf anderen jetzt dazwischen. Alter, war das knapp. Hallo. Hallo. Kannst du den bitte häuten? Hallo? Hä? Hat er den schon gehäutet? Ja. War wahrscheinlich verbuggt. Wahrscheinlich runtergerutscht ist oder hat es automatisch gemacht. Wie auch immer. Okay. Da oben waren wir schon. Da waren wir auch schon. Ich habe keine Ahnung, ob wir da schon waren. Ich glaube, es waren die Hunde, glaube ich. Ja, ja, habt ihr schon. Ich habe schon mal gesagt, ich will... Mann. Habe ich ein gutes Gedächtnis. Far Cry 3 so schnell wie es geht erledigt haben. Ich will es aber trotzdem noch mit Herz spielen. Weil es ein... Boah, Entschuldigung. War aufgestoßen gerade. Ein gutes Spiel ist. Auch wenn das hier irgendwie komplett verbuggt ist. Ich kann die Map nicht über... Hallo? Hä? Okay, ich kann meine Maus nicht mehr bewegen. Alter, scheiß Verbacke hier. Warum kann man das einfach nicht mit WASD machen? Falls das geht's auch nicht, ey. Ja, gutes Spiel. Sehr gut. Hier waren noch zwei Stück. Am liebsten wäre ich, müsste ich, wollte ich, möchte ich jetzt halt beide jetzt halt noch schaffen in der Folge. Ich glaube, die müssen wir alle mit dem Bogen machen. Kann es sein? Ja, klar, er fällt einfach 10 cm und bricht sich sein halbes Bein, der Idiot. Aber es hängt das Spiel an. Halt, das sind keine 100 Meter. Da laufen wir doch hier. Und hopp. Da, Bein gebrochen. Oh ne, ja, da ist auf einmal nicht. Hier ist eine Kiste voller Schiste. Das sind Wörter, das habe ich erfunden. Ein Blut-Komodo. Ich würde behaupten, dass die eigentlich nicht viel Leben haben. Ich denke mal, der ist rot.
So, wer ist jetzt welcher? Für mich schaut das aus wie zwei normale. Ehrlich gesagt. Ah ne, da hinten ist er. Der ist ein bisschen rot, ja. Ach, ich mach die ersten zwei einfach weg. Hoppla. So. Ja, na klar. Nur noch den Firmulzon brauchen wir noch. Das ist der wichtigste von allen. Ja, ja, Oliver, ich rette dich ja gleich. Du Lurch. So, wo ist denn hier noch eine Jagdaufgabe? Kann auch sein, dass sie auf der anderen Insel ist. Oder hier unten. Ja, ehrlich gesagt sehe ich hier keine mehr. Da ist noch eine oben. Bei Amt 12. Bei Amt 12 ist natürlich eine Aufgabe Amt 12. Die hast du wahrscheinlich ab 12. Was? Ja, ich rede Unsinn. Ist schon klar. Oh, geil. Ich hab gar nichts. Oh, ich glaube, die habe ich schon mal angeschaut, oder? Mhm. Die Hunde sind erkrankt. Im Zwinger, Alter. Mit der RPG. Ob die sterben würden in so einem Bambuszwinger? Weil durch C4 zu 80% nicht. Komisch, damals der Bär schon. Aber die Hunde, wenn ich Hunde, Truthahn, schlag mich tot. Er kann Truthahn, wie heißen die anderen Dinger? Die wollten nie sterben durch C4. Ja, es könnte natürlich sein, dass die genau... der hier da ist. Oder da unten. Dann schaffen wir es leider doch nicht in der Folge, unser Herstellungsmenü völlig abzuschließen. So. Natürlich steht hier kein Auto rum. Warum sollte denn hier entstehen? Müssen wir halt 400 Meter zu Fuß gehen. Wir könnten noch ein paar grüne Blätter sammeln. Weil ich bin blank. Wir behaupten, 4 reichen erstmal. Das sind 4 Spritzen. Oh, das ist ein Bär. Natürlich ist da ein Bär. Jetzt beruhig dich mal. Chicago, Alter. Hallo! Am liebsten hätte ich jetzt die Reifen zerschossen. Einfach von der Seite rein. Da. Okay. Entschuldigung. Ich mach nur Spaß. Hätte die halt schon einen Schalldämpfer. Thank you.
Einfach weggeflogen, die zwei. Ich spüre hier Love in the Air. Da lebt aber noch einer, ne? Nee. Weil es kein Multikill war. War wahrscheinlich nur einer. Aber durchsuchen können wir es ja trotzdem noch. Alter, wo hab ich jetzt gerade, wo hab ich die 1000 Dollar jetzt auf einmal her? Oh, es kommt Gegner. Glaube ich zumindest, ich habe hier gehört. Also wenn ich die Waffe in den Story-Quest benutze, ich schieße den Helikopter mit einem Schuss runter. Das sage ich, wie es ist. Ja, alles klar, die fahren einfach vom Lager vorbei. Wir bräuchten einfach eine Sniper mit Schalldämpfer noch. Die hier in Schalldämpfer, aber ich glaube, das wird schwer. Ich weiß, dass es die AMR, die Z93 noch gibt. Weiß aber nicht, ob man den Schalldämpfer benutzen kann. In der normalen Version. Alles klar. Finde ich in Ordnung. So, auf jeden Fall um 550 Punkte schon mal. Ich könnte jetzt den einen Headshot geben und der wäre weg. Scheiße, da gibt es noch einen zweiten Alarm. Oh Mann, mach doch schneller. Easy, komplett easy. Der hat mich zwar gesehen, der eine. Aber egal. Ja, ich brauche echt den Skill, dass der schnell nachlädt. Und schnell zieht und sowas, das ist. Wir werden dafür sorgen, dass er in der Rastjahrhand bleibt. Dafür bin ich gemacht. Hier gibt's keine Jagdaufgabe, glaube ich, oder? So wie es ausschaut. Ja. Komisch, ich habe den einen Kerl mit dem Bogen getötet, der war nicht mehr richtig angespannt. Aber egal. Guck mal. Entschuldigung. Ja, jetzt. Ihr steht halt immer im falschen Ort rum. Ich schwöre, mit der anderen Sniper hätte ich keinen einzigen von denen getroffen. Ja, wisst ihr, was kann ich dafür, wenn die jetzt so blöd rumstehen? Kann ich aber gar nichts dafür. So. Schöne Muschel. Ja, nochmal 100 Dollar reingeballert. Geben wir das Doppelte aus dafür, natürlich. Ist sie schon dabei? Nee. Ich glaube, die bekommt mir erst auf der anderen Insel. Ja? Wäre natürlich geil, wenn die Z93 einen Schalldämpfer hätte.
Irgendwie glaube ich, kann ich es nicht glauben. Weil die Vector ist auch nämlich drin. Können natürlich die Ripper mal holen. Ganz ehrlich, den Bogen möchte ich am liebsten gar nicht mal benutzen. Der Ripper ist die nächste, die ich immer hole. Die Pumpkin benutze ich sowieso nicht. Aber Ripper, guck dir mal an, ey. Heftig. Heftig. Für eine Pistole hat ja echt guten Schaden. Muss man schon sagen. Falls wir die Ripper überhaupt brauchen. Ich glaube, die kann ich mir sparen. Für Sturmgewehr. Ich weiß nicht, wie es heißt. Aber es gibt hier doch auf jeden Fall ein Sturmgewehr. Wenn ich es jetzt nicht verwechsel mit Far Cry 4. Wie gesagt, das habe ich auch schon angezockt. Aber Far Cry ist der... Eigentlich der einzige Teil, wo ich durchgespielt habe von Far Cry. In 2 habe ich nicht durchgespielt. Okay, in 1 aber nur Instinct Evolution auf der Xbox. Und es gibt kein Fahrzeug. Natürlich. Doch, da ja. Da gibt's. Achso, das alles war das Hirschgeweih. Das war das Hirschgeweih. Oh, da ist eine Speicherkarte. War das Auto? Da unten. Was wollte ich jetzt machen? Ja, genau. Irgendwas wollte ich machen. Ach genau, Cut.